Recht herzlich willkommen zur 188. Folge von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir unten am Pier, hätte ich jetzt beinahe gesagt, oder Kai, oder wo ist das, geguckt, dass wir da schauen, wie das ganze Werk hier läuft. Da kommt gerade ein Schiff mit 96% und es fährt 8% Ware raus. Okay, dann haben wir jetzt 8%. Das würde bedeuten, unser Budget muss ja irgendwas anzeigen, was wir jetzt verkaufen. Und wie man sieht, nix. Ist das nur für Touris hier oder was? 1200 Euro und kein Cent ist hier Export. Und das muss doch hier für Schiff auch gelten, oder? Ich verstehe es jetzt noch nicht so ganz. Gut, aber das ist jetzt halb so wild. Ich gucke jetzt mal nach diesem LKW. Wir sehen, da fuhren gerade ganz viele tatsächlich da lang. Und jetzt schauen wir mal, ob der hier rausfährt. Nein, der fährt nicht raus. Das ist schon mal cool. Die fahren alle jetzt hier lang. Okay, musste man erst abspeichern. Da ist einer, der da lang fährt. Und der fährt ab. So, der darf jetzt da nicht drehen. Macht er aber. Keine Ahnung warum. Macht er aber. Ich will den nicht haben. So. Ja, und da ist einer, der dann anders fährt. Gut, keine Ahnung. Vielleicht ist die Straße überlastet und ihr meint, da geht's schneller. Aber es sind definitiv jetzt viel, viel mehr LKWs, die hier den kurzen Weg nehmen. Das ist schon mal gut. Und ja. Unterhalt 1200. Aber was kostet uns der ganze Wert? Das ganze Werk sozusagen, ne? Hier ist das Personenschifffahrt, ne? Ja, das ist kein Fracht, doch, so, ne, Personenschifffahrt. Würde ich sagen, ne? Zwei Terminals, ja. Haben wir aber nicht an, ne? Das ist die Frage, ob wir das auch noch anmachen wollen wieder. Hat sich was getan? Nein. Bei den tollen U-Bahnen. Ne, Bahnen sind das. Das ist die Bahn, die uns dann richtig Kohle kostet und nichts bringt, ne? So, die sind am öffentlichen Netz. Ist die Frage, ob das Sinn macht, die dann am öffentlichen Netz zu haben. Vielleicht ist das auch das Problem. Ich weiß es nicht. Müssen wir schauen, ne? Wir gucken nochmal vielleicht in die Verkehrskarte rein. War das hier? Ne, das sind Fluchtwege. Das ist neu. Wo sind die vielen Autos? Da. Und wo ist das Rote? Zum Beispiel, na, lass uns hier hinten wieder anpacken. Hier waren wir ja schon zu Gange. Ah, das ist jetzt hier immer noch rot. Kommt gerade ein Schiff. Der hat 4%, die er wegbringt. Okay. So, LKWs fahren hier rein. Und fahren dann auch wieder raus, ne? Jetzt ist die Frage. Ach so, wir wollten gucken. Die Verkehrsrouten, genau. Gucken wir uns mal an. Also es gibt ganz viele, die von hier kommen, dann den Bogen wahrscheinlich hier oben irgendwo lang fahren und da drehen, ne, sogar hier, oder? Drehen und fahren wieder zurück. Das würde bedeuten, wir müssen schauen, dass wir definitiv da eine Einfahrt hier rüber kriegen. Aber das gestaltet sich bestimmt schwer. Autobahn, Abfahrt. So. Oh, so wird's gehen. Und kriegen wir das noch hier hin? Hier, so. Ja, und warte mal, geh mal näher ran. Ach, das macht so doofe Kurven dann, ne? Geht da schon einer runter? Ja, ne?
Okay, würde bis dahin gehen, macht Sinn. Und geht hier irgendwo dran an, ne? Okay, dann nicht runter. Bleiben wir oben. Und dann gehen wir da runter auf die Straße dann wieder drauf. Wunderbar, läuft, oder? So, das würde bedeuten, die kommen von da und brauchen nicht mehr da ganz hinten rumfahren. Das ist doch positiv, oder? Das aus, das an, das an. Also es gibt schon welche, die wollen da lang fahren. Das ist schon mal gut. Ist die Frage, wann hören die hier auf? Also so ein paar LKWs müssen hier noch vorbeikommen und dann muss es aber weniger werden, oder? Rechts auf der Spur, da werden es schon ein paar Pfeile mehr. Und unten müssen es definitiv weniger werden. Da dürfen gar keine sein, in meinen Augen. Da ist schon ein LKW, der dann weg ist. Und drei müssen noch vorbeifahren. Immer noch drei, ja. Da war keiner bei. Wo kommen die drei LKWs? Rechts sind ganz viele Pfeile auf jeden Fall jetzt schon. Irgendwo müssen die drei LKWs nachher kommen, die dann da rechts fahren. So. Ach nee, das war der Gegenverkehr, wo die Spur jetzt leer ist. Es fährt keiner da lang. Das ist nicht schön. Rechts brennt alles. Keine Feuerwehr da. Da ist ein LKW und der war es dann auch. Oder wie sehe ich das? Das restliche ist da jetzt rot. Was sagt uns das Rote da? Keine Ahnung. Gehört auch zu dem Hafen, ne? Welche Rote ist denn das? Da kommt ein roter Lieferwagen oder was? Keine Ahnung, wofür der rote Lieferwagen ist. Ja. Das ist der Müllwagen, oder was? Okay. Müllwagen ist dann was anderes. Müllwagen darf da noch langfahren, ne? Ja, der hätte aber auch da oben langfahren können schon. Aber jetzt ist keiner mehr da. Das ist unser Ziel, was wir hatten. Läuft. Gut, aber Verkehrsaufkommen sollten wir vielleicht doch noch weiter angucken, ne? Hm. So. Welches Verkehrsaufkommen um die? Gar keins. Auch sehr schön. Und da gibt's kein LKW. Da gibt's einen Müllwagen ist das dann, ne? Oh, hier ist ganz viel zum Abreißen erstmal, ne? Okay, dann machen wir da mal gerade ein paar weg. Okay. Wir haben zu wenig Mitarbeiter, das ist unser Problem gerade. Es fehlen Leute, die da arbeiten. Und hier fehlt es auch an Wasser. Dann machen wir erst schnell das Wasser dahin. Oh, hier gibt es Fernwärme. Dann machen wir auch mit Fernwärme. Läuft, ne? Nein, das wollten wir gar nicht. Wir wollen jetzt erstmal einen Bagger wieder rausholen. So, das wird sich hier auf Dauer ändern mit der Fernwärme fehlend. Ja, das ist jetzt doof gelaufen hier, dass wir das mit den Dingens nicht hinkriegen. Mit den Mitarbeitern.
Okay. Läuft, ne? Alles weniger, alles weg, alles gut. Was haben die für ein Problem? Ach so, wieder kein Öl, ne? Auch schlecht. Das ist weggerissen. So, jetzt haben wir das Industriegebiet fast aufgeräumt. Aber da werden jetzt auch noch ein paar mehr kommen. Wichtig ist, dass wir jetzt zusehen, dass wir irgendwo ein paar Häuser kriegen, dass da Arbeiter hinkommen, ne? Zack, das, das. Hier ist noch grün. Jetzt sollen wir die eine oder andere Straße dann doch noch bauen. Weiß gar nicht, ob wir die alle schon wieder durch haben, dass alles wieder durchgängig funktioniert mit den Straßen, ne? Hier ist noch was frei. Oder doch nicht, ne? Alles schon voll. Irgendwie ist es gerade komisch blau am Leuchten hier, ne? Dunst über der Stadt oder was ist das? Gefällt mir nicht. Hä? Wieso ist das gerade so komisch? Da ist wahrscheinlich totale schlechte Luft oder so, ne? Smog oder so. Hier müssen wir mal gerade reingucken. Kein Platz mehr, leer machen. Die blinken alle. Da hinten auch. Die sind alle aktiv. Passt. Hier sind alle zu, oder? Ne, da ist nur ein aktiv. Okay, passt. Haben wir hier mit dem Strom schon mal geklärt, dass wir noch eine zweite. Ah, hier wollten wir definitiv was hinbauen, damit das klappt, ne? Wieso geht er nicht mehr zu? Jetzt. Ah, Industrie ist gefragt. Nein. Ach so, das ist auch gleich so riesengroß, ne? Hm. Ja, aber ist halt so. Mach hin, egal. Hier haben wir ein bisschen Kommerz in die Ecke. Können sich die Arbeiter die Brötchen kaufen. Passt. So, und dann brauchen wir noch Wohngebiet, ne? Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 1, sagen wir 2 Millionen haben wir. Vielleicht eine MVA noch oder so. Ach so, Wasser. Wie ist das mit Wasser hier hinten? Ah, da fehlt Wasser. Wieso geht denn die Wasserleitung so komisch darüber? Naja. Läuft, ne? So geht's aufwerten nicht. Aber so. Okay, das ist ein größerer Knotenpunkt, weil es da abbiegt, ohne dass da kalt, heiß Wasser bei ist, ne? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass unsere Kraftwerke hier, thermischen Kraftwerke, das auch mitmachen, ne? Und vor allem den Bagger rausholen. Und hier mal so ein paar abreißen, ne? Ne, machen wir jetzt Strom und dann den Bagger raus. Hier fehlen definitiv auch wieder Arbeiter, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir Arbeiter kriegen. Hat alles keinen Sinn. Wir haben auch nur 76. Wir waren schon mal knapp bei 80 oder sogar 80. So, haben wir hier noch Wohnfläche? Ja.
brauchen mehr Arbeiter. Definitiv. So. Haben wir gleich alles abgedeckt. So, mehr geht jetzt gerade nicht. Also geht schon irgendwann, ne? Aber in diesem Moment nicht, weil wir jetzt noch eine Straße bauen wollen, oder? Wie groß ist denn die da? Sechsspurig, okay. Machen wir keine sechsspurige, machen wir eine vierspurige, ne? Ja, da müssen wir ein paar Häuser wegreißen, wenn. Aber das ist dann so, ne? Zack, fertig. Okay. Da kommen noch ein paar Sachen hin, hier auch. Ach so, da ist noch eine Straße, ne? Sollen wir die noch anschließen? Ich glaube ja. Ja, lass so. Da kommt noch eine Straße, zweispurig hin. Schön hier mit den Bäumen dran, ne? Ganz herrlich. Und dann noch ein paar Wohnhäuser hin. Läuft. Total glücklich, die Leute. Ja, hier können wir jetzt noch ein paar Hochhäuser zwischensetzen. Okay, da sind niedrige Häuser, aber das ist alles gut. Jetzt haben wir erstmal genug von allem. Jetzt müssen wir wieder weiter aufräumen hier, Friedhöfe und sowas gucken. Sehe hier keinen. Ist hier kein Friedhof. Ach, wir sind auch nicht beim Friedhof, wir sind bei Müllverbrennungsanlagen. Das sind die Friedhöfe. Läuft. Okay, den können wir irgendwie einschalten, ausschalten. Einschalten. Läuft. Der wird geräumt. Der ist geräumt. Läuft. Den hatten wir schon. Ist hier noch. Und da ist noch einer, der läuft aber. Hier ist wieder was. Und dahin. Und der da hinten ist auch wieder betriebsbereit. Und weiter gucken. Der läuft. Da ist auch einer betriebsbereit. Läuft. Hier ist alles gut. Da gibt es keinen. Ja, die sind deaktiviert. Da waren wir. Das ist alles okay. Dann ist noch alles okay. Dann Seitenwechsel. Hier ist okay. Da können wir was machen. Läuft auch wieder. Da ist auch noch einer. Auch wieder aktivieren. Läuft. Der auch. Auch okay. Der wird geräumt und der andere läuft. Da ist alles gut. Da ist auch gut. Was macht unsere? Ja, Krematorium verfügbar. 1050. Das ist alles gut, ne? Gesundheitswesen gucken wir jetzt mal rein. Ist aber auch gut. Müll. Ja. Ach so, da wollten wir ja nochmal was machen, ne? Kriegen wir mülltechnisch irgendwo noch was geguckt? Ist da noch irgendwo was? Ne, die sind tatsächlich schon alle da unten hingewandert, oder wie sehe ich das? Ja, hier sind die Verbrennungsanlagen.
Okay, dann lass uns mal überlegen, wo wir die hinsetzen können. Industriegebiet war da. Wie weit geht denn das Industriegebiet? Doch, bis da hinten hin. Okay. Und wir haben hier keinen Platz gelassen für eine Straße durch. Auch doof, ne? Ja. Voll doof. Ah, warte mal, hier ist eine Lücke. Da ist eine Lücke. Vierspurige Straße. Hier raus. Geht das? So sieht's doch ganz nett aus, oder? Warte mal, da machen wir so. So. Und. Oh doch, da geht's noch. Dann machen wir das so. Passt. Jetzt gibt es dann kleinere Stichstraßen. Ja, da ist doch nett. Zack. Sackgasse dahin. Und passt. Läuft. Und jetzt wollen wir hier noch ein bisschen Müll hinmachen. Hatten wir gesagt, ne? Da. Dort. Aber das ist eigentlich doof, ne? In diesen Ecken. Schön ist das nicht. Das wollen wir eigentlich nicht so machen. Machen wir nochmal Straße. Machen wir nochmal gerade Straße. Machen wir hier. So. Ja. Dann dahin, dahin und dahin. Passt. Und geht da noch eine hin? Nee, leider nicht. Eine Verbannungsanlage, ja. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn die da noch hinpasst, ne? Macht sie aber nicht. Straße. So, läuft erstmal. So ist gut. So ist gut. So ist gut. So ist gut. Da eine, da eine. So, passt. Kriegen wir hier hinten noch eine MVA hin. Eine Straße bauen. Obwohl, die Bäume werden ganz schnell kaputt gehen. Brauchen wir auch nicht drüber nachdenken, ne? Aber das ist der gute Wille, den wir da zeigen. Okay, geht. Ja, komm, geht da auch. Passt. Lassen wir so. Ach, Wasser brauchen die da hinten auch. Gut, kriegen sie auch noch. Das ist hier alles kalt, oder wie sehe ich das? Dann machen wir hier das erste Warmwassergebiet hin. Ach so, ist updaten, ne? Machen wir nicht updaten, machen wir erstmal normale Leitung. Und
Kesselstation. Ja, müsste funktionieren dann, oder? Da geht's nicht hin, ne? Naja. Ja, zack. Und die Kesselstation verbinden natürlich. Gut, dann gibt's da auch Warmwasser. Einmal warm Wasser für alle. Jetzt ist auch verbunden, oder? Ja, Wasser kommt. Läuft. So. Okay. Die Frage, wie weit wir noch gehen wollen, ne? Oder wie weit dieses Kraftwerk das überhaupt leisten kann, das ist die Frage eher. Ja, lassen wir erstmal so, oder? Obwohl, jetzt ist auch nicht mehr viel, dann haben wir es fertig hier, oder? So, das ist gleich fertig. Erledigt. Kriegen die jetzt auch noch warmes Wasser? Okay. Müssen die da auch warmes Wasser haben? Nicht wirklich, ne? Das war jetzt umsonst, glaube ich, oder? Oh doch, da gibt es tatsächlich warmes Wasser. Reicht aber so. Auch abgedeckt. Hier fehlt noch ein kleiner Schritt, deswegen kriegen die da unten das nicht. Jetzt kriegen die das nämlich auch alle. So, dieses Viertel ist definitiv warm. Bis auf da oben, da klappt es noch nicht. Aber jetzt kommt's auch. Gut, dann haben wir das erstmal erledigt. Und dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.